Nächster Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir sind in Essen, im Essener Nordwesten, fast an der Stadtgrenze nach Oberhausen, im Gleispark Frintrop. Hier war früher ein großer Verschiebebahnhof. Einige Quellen sagen, es sei der größte Verschiebebahnhof Europas gewesen. Ab 1883 wurde der angelegt, direkt neben der Strecke der Köln-Mindener Eisenbahn. Die erste Eisenbahnstrecke im Ruhrgebiet. Und die Trasse der Bahn, die verläuft ungefähr 200 Meter von hier. Das ist heute eine Trasse für den Nah- und auch Fernverkehr der Bahn. Man kann vom Park aus direkt auf die Gleise gehen, da gibt es keine Abgrenzung. Und hier wurde ab 1883 dieser große Güterbahnhof angelegt mit 56 Gleisen. Also der war unglaublich breit, es gab mehrere Gleishafen, es gab eine Drehscheibe, es gab Hallen, in denen die Lokomotiven abgestellt worden sind. Es gab ein Bahnbetriebswerk und dann wurden hier Züge zusammenrangiert. Also von den verschiedenen industriellen Produzenten kamen die einzelnen Waggons hier hin, wurden zu Zügen zusammenrangiert und dann ging von hier aus der Ferntransport los. Es gibt eine ganze Reihe oder es gab eine ganze Reihe von solchen Verschiebebahnhöfen. Da, wo ich wohne, ist ein relativ kleiner in der Nähe gewesen. Hier, wie gesagt, der war sehr groß. Das Bahnbetriebswerk wurde schon 1934 aufgegeben. Und der Verschiebebahnhof hat ab den 60er Jahren nach und nach seine Funktion verloren. In den 90er Jahren fuhren hier noch Eisenbahnzüge, aber da war ein Großteil der Gleistrassen schon aufgegeben. Und ab Mitte der 90er Jahre wurde das Ganze umgestaltet eben zum Gleispark Frintrop. Das Landschaftsarchitekturbüro Davis, der Früchte und Partner aus Essen hat den Auftrag zu bekommen, das behutsam zu gestalten und an die alte Form zu erinnern. Das heißt, man kann mit etwas Fantasie noch die linearen Strukturen erkennen. Viele Wege sind oder viele Wiesen sind so offen gelassen worden, dass das erkennbar ist. An einigen Teilen wächst allerdings Birkenwald, der sich jetzt angesiedelt hat. Das liegt daran, dass diese Gleise zu unterschiedlichen Zeiten aufgegeben wurden. Und die Gleispakete, die früher aufgegeben wurden, da haben sich die Birken schon angesiedelt. Und auf der Fläche zum Beispiel, wo wir gerade stehen, da hat man die natürliche Sukzession, Ansiedlung von Birken, die hat man hier verhindert. Man hält das relativ kurz und da können die kleinen Pionierpflanzen vor allem kommen. Aber auch die zweite Generation der Pioniere, die Königskerze, der Natternkopf zum Beispiel, die findet man hier, der scharfe Mauerpfeffer. Lange Zeit hieß das Ruderalpark Frintrop. Das kommt vom lateinischen Wort Rudus, der Schutt, also Pflanzen, die sich auf Schutt ansiedeln. Seit 2007 offiziell Gleispark Frintrop, da hat man den Namen geändert. Wir haben Schotteruntergrund. Schotter lässt das Regenwasser durchsickern. Das war für die Bahn wichtig. Mit anderen Worten, wir haben auch sehr trockenen Untergrund. Da siedeln sich bestimmte Pflanzen an, die mit trockenen Untergründen umgehen können. Das heißt, man hat eine eigene Art von Vegetation, anders als in den klassischen Stadtparks. Und man hat teilweise die Reste der Eisenbahn noch hinterlassen. Also es gibt eine Stelle, da liegen Eisenbahnschwellen aufgestapelt. Man kann teilweise Masten von alten Signalen noch sehen hier. Man hat einen Aussichtspunkt neu angelegt. Den kann man ganz hinten am Ende dieser großen Staudenwiese noch erkennen. Da kann man hochsteigen, über diese Fläche schauen, sodass insgesamt ein Park mit eigenem Charme entstanden ist. Also man muss sich so ein bisschen auf diese Ästhetik auch einlassen können, aber die Artenvielfalt ist hoch und es ist im dicht bebauten Ballungsraum, man hört die Autobahn, man hört, wenn der Zug fährt, die Eisenbahn, im dicht bebauten Ballungsraum eine Oase für Sekundärnatur geworden und auch für Erholung der Menschen. Gleispark Frintrop, einer meiner Lieblingsorte.